Der Krieg ist vorbei. Aber für die Amerikaner, Franzosen und Australier, die blieben und in Thailand eine neue Heimat fanden, beginnt ein neuer Kampf. Der Kampf ums Überleben. Jahre später. Hör mal gut zu, Glatzkopf. Es ist mir egal, ob dich die Mafia schickt, die Yakuza oder der Teufel persönlich. Also verpiss dich. Du weißt sehr gut, wie der Boss reagiert, wenn einer querschießen will. War er so sauer? Was für ein Geschäft hast du ihm abgeschlagen? Ein schmutziges Geschäft. Was meinst du denn mit schmutzig? Drogen, genau gesagt Heroin.
Und? Ich habe ihm gesagt, er kann sich das Zeug auf seine Glatze schmieren. Hallo Dad, hi Mom. Ich muss mich beeilen. Ich komme zu spät in die Uni. Hallo. Soll ich dich abholen oder hast du jemanden, der dich nach Hause fährt? Tien wird mich abholen, wenn er vom Tempel zurückfährt. Haben wir schon ausgemacht. Vielen Dank, Tien. Wisst ihr, die Straßen sind nachts so unsicher geworden. Ja, Mom, das wissen wir, fahren wir. Oh, deine Kette nehme ich mit und lasse einen neuen Stein einpassen. Okay, danke, Schatz. Bis dann. Pass auf dich auf. Hey, wach auf. Hm? Es ist schon spät. Ja. Hast du schon wieder an ihn gedacht? Ja. Ich hoffe, er hat diesmal seine Lektion gelernt. Oh, da bin ich ganz sicher. 5 Jahre Gefängnis sind ein halbes Leben für so einen jungen Burschen. Aber in dieser Umgebung kann es ja fast nicht ausbleiben, dass man auf die schiefe Bahn gerät. Hör auf damit, Helen. Er ist sowohl mein Sohn als auch dein Sohn. Und ich weiß genauso viel über ihn wie du. Er hat es immer zu leicht gehabt. Aber wir werden jetzt ganz neue Seiten aufziehen. Aber vergiss nicht, was du versprochen hast. Wenn er rauskommt, werden wir alle zurück nach San Francisco gehen. Ob nach San Francisco oder San Sebastian. Er wird überall auf der Welt das tun, was er will. Er ist doch kein kleines Kind mehr. Hast du das Geräusch gehört? Ja. Warten wir drüben an der Ecke. Mein Heim ist nun euer Heim. Es steht euch zur Verfügung, solange ihr es wünscht. Dad hat dich immer als seinen Thai-Bruder angesehen. Du warst dein einziger Freund in der Armee. Wir waren immer zusammen, seit der Krieg vorbei ist. Dad hat immer die Tage gezählt, bis du entlassen wirst. Er gab immer sich die Schuld an allem, was passiert ist. Das ist wahr. Er hat sehr oft zu mir gesagt, Tien, wenn ich meine Kinder zurückgebracht hätte nach San Francisco, dann wäre mein Sohn jetzt Soldat und nicht ein Gefangener. Ah!
Bitte setz dich. Dieser Kampfhahn hat mir viel Geld gebracht. Jetzt ist er ein alter Mann, genau wie ich. Aber er ist immer noch stark und weise. Du musst lernen, wie dieser Hahn zu kämpfen. Du musst stark werden, im Herzen und in deiner Seele. Wenn du wegläufst, gibst du deine Furcht zu. Was ist das hier? Eine Art von Handschuhen. Handschuhe? Handschuhe. Wenn du die Handschuhe abnimmst, ist er zum tödlichen Kampf bereit. Hey, du Yankee-Feigling. Willst du wieder den Schwanz einziehen? Tut das Näschen weh? Ist das alles, was du im Knast gelernt hast? Ha? Komm, wehr dich, du Flasche! Na los! Diesmal nicht, du verdammtes Schlitzauge! Halt! Hör auf! Mir reicht's, mir reicht's! Du bist kein Yankee-Feigling mehr. Du bist ein Freund. Du bist mein Freund. Okay? Wolltest du nicht den Alten aus dem Verkehr ziehen, bis er bezahlt hat? Ich wollte die Schulden eintreiben. Du hast vermasselt! Diese Straßen gehören mir! Es gibt keine Hahnenkämpfe. Ohne Abgaben an mich. Die Burschen werden wir uns vorknöpfen, damit sie parieren. Okay, ich sag gleich unseren Jungs Bescheid. Wer ist dieser blonde Yankee? Das ist der junge Travis. Er hat im Knast gesessen. Er und seine Schwester leben jetzt bei dem Alten. Und was ist das für ein Typ? Ach, keine große Leuchte. Zieht mal hier eine Brieftasche, glaub mal da einer alten Dame die Handtasche. Bist du verrückt? Du kannst ja nicht mein Abendessen sprengen. Los, komm, den Mistkalt schnappen wir uns. Ja.
bist du gewesen? Wo hast du dich die letzten 2 Tage rumgetrieben? Ich hatte zu tun. Du hattest zu tun. Du wirst nie einen Job finden. Du wirst wieder im Gefängnis landen, wenn du so weitermachst. Du weißt, deine Schwester ist sehr krank. Geh sofort in die Apotheke und besorg diese Medizin. Und wag es nicht, ohne sie zurückzukommen. Verlass dich auf mich. $80. Ich habe nur 40. Dann tut's mir leid. Geben Sie mir die Hälfte. Das darf ich leider nicht. $80. Hurensohn, verdammter. Wer hat das getan? Wer waren diese Kerle? Wer waren diese Schweine? Sie haben mir etwas von Spielschulden gesagt. Katie! Reiß dich zusammen. Sie haben mich geschlagen, Ryan. Bleib hier. Los, komm, schnell. Wir müssen verschwinden. Aber nicht ohne Tien! Hör mal, Tien ist tot. Die Mistkerle haben ihn umgebracht. Wir bauen uns irgendwo anders ein neues Leben auf. So, und jetzt geh runter. Wir treffen uns an der Ecke. Hau schon ab!
Abend, Mann. Überstunden kriegen wir nicht bezahlt. Wir zahlen sowieso zu wenig, aber das Wenige kassieren wir jetzt. Unterschreiben. Unterschreiben. Hier. Traust du uns nicht? Aus welchem Grund sollte ich das? Wie meinst du das? Hey, sicher vertrauen wir dir. Wer so eine Birne hat, muss ehrlich sein. Kommt ihr zwei zu dem Kampf? Vielleicht habt ihr Glück und gewinnt. Oder wir verlieren alles. Aber das ist dir egal, solange du deine Prozente kassierst, stimmt's? Jeder muss sehen, wo er bleibt. Bei dem Job hier kann ich ja nicht reich werden. Der Mann hat völlig recht. Millionäre werden wir mit arbeiten nie. Ich brauche keine Millionen. Ich will nur genug haben. Für San Francisco? Dann wirst du hier als alter Mann sterben. Heuer auf einem Frachter an. Nur dann wirst du die Golden Gate Bridge sehen. Komm, Katie hat heute Geburtstag. Ich will ihr noch was besorgen. Okay. Wollen wir zusehen? Wir kommen dann aber zu spät. Der Kampf ist doch gleich zu Ende. Na komm. Was zur Hölle soll das? Du hast gesagt, er geht nach 2 Minuten K.O. Daro ist eben sauer, weil Ching, der andere Boxer, seine Mutter eine alte Hure genannt hat. Seine Mutter? Du dämliches Arschloch! Du hast mir einen guten Kampf versprochen, bei dem ich meinen Schnitt mache. Und jetzt kann ich die ganze Kohle in den Wind schreiben, du Idiot! Zack, denk mal mit dem Kopf, nicht mit deinem Hintern. Wir veranstalten einen neuen Kampf. Ja, und mit wem zur Hölle? Eine Menge Jungs und scharf aufs große Geld. Amateure? Ohne mich. Pass nur auf, du wirst dich wundern. Meine Schwester kann den fertig machen. Hey Jungs, geht noch nicht. Bleibt hier. Wir möchten noch einen Kampf veranstalten. Ich biete dem 500 Baht, der es wagt, Dao herauszufordern. 5000 Baht für denjenigen, der Dao besiegt. Wer von euch hat den Mut? Das sind 2 Monatslöhne. Ja, ich weiß. Na, was ist, Freunde? Ist denn keiner von euch scharf auf Mr. Peanuts Kröten? Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mir so leicht verdientes Geld nicht durch die Lappen gehen lassen. Tritt du doch an! Dann müsste ich meinen Hut absetzen und den nehme ich nie ab. Also schön. Ich werde mein Angebot noch erhöhen. 10.000! Ich hoffe nur, du hast dein Maul nicht voller genommen als deine Brieftasche. Keine Sorge, Dao wird niemand schlagen. Okay. Ich kämpfe. Sie scheinen Mut zu haben, Mr. Travers. Ryan Travers. Pinay. An Ihrer Stelle würde ich vorher mein Testament machen. Kommen Sie. Yeah.
Sie schulden mir 10.000 Baht. Leider habe ich im Augenblick nicht so viel Geld bei mir. Ich lasse dir das Geld morgen schicken, okay? Nein. Willst du umgebracht werden? Die da sind alle seine Freunde. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hier, bitte. Der Mann ist eine wahre Goldgrube. Mein Name ist Sir Georges. Stehst du Ihren Diensten? Ich muss sagen, es war eine tolle Show. Ich meine, Sie sind ein Riesentalent. Was wollen Sie? Das gefällt mir. Immer direkt. Nicht um den Brei herumreden. Ich möchte Ihre Interessen wahrnehmen. Gewissermaßen als Manager für Sie auftreten. Sie wollen mich managen? Was soll dieser Schwachsinn? Ich schwör's Ihnen, Mann. Mit Ihren Qualitäten als Boxer... Davon bin ich überzeugt, können wir beide ganz groß Kasse machen. Hey, mir scheint, du bist entdeckt worden. Ja, genau. Ich bin Ihr Entdecker. Sie haben den falschen Mann entdeckt. Oh nein, mein Freund, Sie sind genau der Richtige. Ich bin aber nicht interessiert. Gehen Sie zu Mr. Pinay und sagen Sie ihm das. Moment, Sie haben das völlig missverstanden. Mr. Pinay und ich, wir haben unsere Geschäftsbeziehung beendet. Ich arbeite jetzt als freier und unabhängiger Agent. Trotzdem, mein Lieber, bin ich nicht daran interessiert. So, jetzt gebe ich einen Auschei. Ich hoffe nicht nur einen. Überlegen Sie sich's! Sie finden mich in der Continental Lounge. Da habe ich mein Büro. Natürlich nur, bis das Geschäft läuft. Gefällt es dir? Genauso gut wie du. Wach auf, der Tee ist fertig. Wie spät ist es? 8 Uhr. Ach, Scheiße. Ich muss da zur Arbeit. Ich warte auf dich. Komm her. Wir können dich hier nicht mehr gebrauchen. Was? Ja, du bist gefeuert. Wieso? Es ist 9. Blöder Affe. Hier gibt's keinen, der dich mal einen ganzen Tag blau gemacht hat. Und ich werde wegen einer Stunde gefeuert? Ich bin hier der Vorarbeiter und ich entscheide so, wie ich es für richtig halte. Das habe ich Pinay zu verdanken, nicht wahr? Lass mich los oder ich rufe die Wache. Ach, es gibt noch mehr Jobs im Hafen. Auf deine Gnade bin ich nicht angewiesen. Da wirst du dich noch wundern, Travers. Hier im Hafen wirst du von keinem mehr einen Job kriegen. Was ist los? Ich war bei ihrer Schwester. Was ist mit ihr? Ihr Zustand hat sich verschlimmert. Die Medikamente helfen nicht mehr. Es ist überhaupt ein Wunder, dass sie mit diesem schweren Herzfehler bis heute überlebt hat. Allerdings kann es jeden Tag vorbei sein. Was können wir tun? Mr. Travers, sie hat nur eine Chance.
Ihre Schwester muss so bald wie möglich am Herzen operiert werden. Ich schätze, diese Operation kostet ein Vermögen. Sie ist nicht nur sehr teuer. Viel schlimmer ist, dass wir hier in Thailand nicht die Technik haben, um eine solche Operation durchzuführen. Ich fürchte, Sie müssen sie nach Amerika bringen. In der Zwischenzeit werde ich mein Möglichstes tun, um sie am Leben zu erhalten. Danke, Doktor. Die Zeit ist unser größter Feind. Denken Sie daran. Auf Wiedersehen. Hast du dir freigenommen? Ja, heute und für den Rest meines Lebens. Was ist passiert? Ich bin gefeuert worden. Dann suchst du dir einen anderen Job. Die Ärztin sagt, es geht dir nicht so gut. Ja, ich werde wohl bald den Löffel abgeben. Ach, hör auf mit diesen Sprüchen. Ich treib das Geld für die Operation auf. Du wirst schon wieder. Danke. Hier gibt's die beste Show in ganz Bangkok. Und die tollsten Mädchen. Es lohnt sich ehrlich. Sie dazu, eine Schlägerei zu provozieren? Es ist friedlich. Hier schlägt sich doch kein Mensch. Und wieso ist mein Mobiliar zerdrümmert? Verschwinden Sie! Raus! Vergnügen. Dieser Saftladen ist sowieso unter meinem Niveau. Lass mich in Ruhe. Sie haben nie Geld. Ihr Australier, ihr sauft wie die Fische. Aber bezahlen wollt ihr nicht. Verlassen Sie das Lokal. Ja, mal Spaß, Feind. Nur noch eins. Gib mir nur noch ein verdammtes kein Bier. Kein Geld, kein Bier. Schaff ihn raus. Los, komm. Moment mal. Na los, bring meinem Freund schon ein Bier. Aber erst muss er bezahlen. Werd bloß nicht frech, Kleiner. Na schön, ein Bier. Hab ich noch mal Schwein gehabt. Ich bin dabei, ein Geschäft abzuschließen. Ein wahnsinnig gutes Geschäft mit wichtigen Leuten, verstehst du? Ja, so sehen sie aus.
Ach so, Sie meinen, das war nur ein Missverständnis. Ich habe den Kleinen auf den Arm genommen. Ich bin momentan nicht zu Späßen aufgelegt. Ich brauche Geld. Wer braucht das nicht? Aber ich bin der richtige Mann dafür. Wir zwei können zusammen ein Vermögen machen. Schreib die 2 Bier auch noch auf meine Rechnung. Ich sagte, wir können eine Riesenkohle machen. Wie lange dauert's? Ich muss mit ein paar Leuten reden, aber es gibt nichts, was ich nicht schaffe. Was ist mit Pinay? Vergessen Sie Pinay. Er ist ein kleiner Fisch. Ich kenne die Haie. Ich mache Ihren ersten Kampf klar. Sie tun Ihre Sache und dann kassieren wir beide ab. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Mr. Pinay! Du hast ihn das Geschäft mit Dao total versaut! Verschwinde aus der Anpack oder du lebst nicht mehr lang! Komm her, noch eine! Ja, jetzt los! Hey, ihr verdammten Bastarde, lasst ihn los! Du nicht her, ich misch euch alle auf! Komm rein! Morgen. Bin sehr erfreut, Sie hier anzutreffen. Ich weiß, ein Geschäftsmann wie Sie hat wenig Zeit und immer viel zu tun. Ganz recht. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe einen Kämpfer. Warum sollten wir an ihm interessiert sein? Wir haben selbst jede Menge gute Kämpfer. Weil er unbesiegbar ist. Keiner kennt ihn. Und er ist ein Yank. Ich glaube, mit ihm als Star lässt sich die Kasse füllen. Hast du diesen Amerikaner schon mal kämpfen sehen? Hab ich. Er hat Pinays Mandau abgefertigt. Aber wenn Sie es nicht glauben, machen wir einen Probekampf, dann wissen Sie es. Mehr verlange ich nicht. Wir könnten interessiert sein, Mr. August. Warten Sie in der Lounge. In 5 Minuten nennen wir Ihnen unsere Bedingungen. Lassen Sie sich Zeit. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns einig werden. Ist Ryan da? Leider nicht. Ich bin sein Manager. Lass ihn rein. Der Kampf steht. Was habe ich gesagt? Verlass dich auf Zack. Sag mal, hat dich ein Lastwagen überfahren? Pinays Leute. Verdammtes kleines Arschloch. Am Freitag ist schon der Kampf. Lass dich lieber zusammenflicken. Meine Freunde können Pinay nicht abzocken, wenn du nicht kampffähig bist. Und Pinay lacht sich dann ins Fäustchen.
Hey, Augenblick mal. Sie sehen doch, wie lediert er ist. Er kann raus. Nicht. Ich trete an. Ein verdammt harter und brutaler Brocken. Odo? Dein Gegner in unserem kleinen Probekampf. Er hat eine Meise, ist das Kind mal zu heiß gebadet worden. Odo der Knochenbrecher ist sein Kampfname. Aber die Leute reißen sich wie verrückt um ihn. Sie mögen es, wenn das Blut in Strömen fließt. Na, fabelhaft. Und ich dachte, du bist mein Manager. Tja, mir hat die Wahl auch nicht gefallen. Aber Bettler können nun mal nichts fordern. Das gefällt mir nicht, Ryan. Ach, keine Sorge. Der hat nichts im Hirn. Verlässt sich nur auf seine Kraft. Schaukelt die Menge in einen Blutrausch hoch. Mein Gott. Ja, jetzt verstehe ich. Da reinzukommen ist kein Problem, aber rauszukommen. Wenn du gewinnst, gehst du raus. Aber wenn du verlierst... Wer sind die denn? Na ja, man könnte sagen, das sind unsere Wohltäter. Also kommt, Freunde. Wir können die Menge nicht warten lassen. Und vergiss nicht, wenn du drin bist im Käfig, hilft nur noch beten. Vielen Dank für den Tipp. Hey, dein Wohl liegt mir wirklich am Herzen. Keine Angst. Du kannst ihn packen. Danke. Der bringt dich um. Na komm schon, du Arschloch. Komm in mein Käfig. Na los. Pass bloß auf, dass du dir die Finger beim Schlagen nicht brichst. Ich bin der Größte. Nicht aufgeben, zeig, was du drauf hast! Nicht aufgeben, Mann! Ryan, du schaffst es, los! Ryan, steh auf! Los, Mann! Nicht aufgeben, mach ihn fertig! Ja, ich bin der Größte, ja, ja! Ja! Gut, Ryan! Ich werde dir jeden einzelnen Knochen brechen. Los, steh schon auf und kämpf wie ein Mann. Straße! Und so drückt mir die Stiele Luft ab.
befreien! Mach ja! Erlaubt ihr das? Hol ihr in die Fresse! Ja, Ryan! Ja! Gut zu Ryan! Mach weiter! Ja, nochmal! Du hast ihn! Mach ihn fertig! Nein, nein! Sag zu! Jawohl! Nimm mal in die Fresse! Gut zu Ryan! Ja! Nicht lange lassen! Hol das Land raus! Ich hab gern gewiss! Ja! Bruno ist fertig! Haut auf, Ryan! Du hast ihn, Ryan! Sehr gut! Soll das stattfinden? Hä? Und wo bitte? Ich fragte wo? In Ordnung. Wir sehen uns dort. Wiederhören. Ja, noch eine Runde. Lass doch diese Sauferei, Mann. Ich weiß, du hast einen Grund zum Feiern, aber sei doch einmal vernünftig. Warum? Denk an den nächsten Kampf. Hey, lass mich in Ruhe. Auf deine guten Ratschläge kann ich verzichten. Wo will er denn hin? Mir doch egal. Sieht aus, als wären wir im Geschäft. Morgen treffe ich mich mit dem Big Boss und mache einen Vertrag. Dann müssen wir uns nicht mehr auf der Straße rumschlagen. Hast du gehört? Der Rubel rollt. Ja, ich hab's gehört. Was ist denn los mit dir? Ach. Hey, warum bist du denn auf mich sauer? Wo gehst du denn hin? Du holst mir den Jungen aus der Gosse. Er wird immer ein Gossenjunge bleiben. Ich weiß nicht. Es gefällt mir nicht. Ich mag keine Mauscheleien. So sind aber unsere Bedingungen. Aber es ist nicht fair. Dieser Chucks ist ein Boxer. Mein Junge haut einfach drauf los. Dann wird er eben verlieren. Dafür wird er bezahlt. Ich hoffe nur, er weiß sich zu wehren. Er wird einen guten Kampf liefern. Und dafür wollen wir gutes Geld. Sie bekommen schon Ihr Geld, Mr. August. Nach dem Kampf. Natürlich muss Chucks gewinnen. Und wenn mein Mann gewinnt? Das hoffe ich nicht für Sie. Hey, Ryan! Ein toller Vertrag. Eine 250.000, wenn du gewinnst. 100.000, wenn du verlierst. Wann? In 2 Wochen. Gegen wen? Chucks.
Name sagt mir überhaupt nichts. Wundert mich nicht. Er tritt unter dem Namen der Maskenboxer auf. Den haben sie ausgesucht und gegen den wirst du antreten. Er ist ein richtiger Thai-Boxer, stimmt's? Und wenn schon. Der Kampf findet privat statt. In Linz Nachtclub. Sind nur ein paar von seinen Sponsoren da. Hauptsache, die Kohle stimmt. Das ist kein Kampf, Zack. Da wollen sich nur ein paar Blassbacken auf meine Kosten amüsieren. Siehst du mich an? Hier ist dein Mann. Das ist doch eine Witzblattfigur. Du musst ihn nur auf Trab halten. Du verlierst, kassieren wir immer noch 100 Riesen ab. Ich verliere aber nicht gern. Den wird gleich die Begeisterung vergehen. Oh!
Oh, jetzt gibt's Ärger. Mr. Travers, wir müssen uns unterhalten. Ach ja, und über was? Wir haben nichts einzuwenden gegen eine kleine Unterhaltung. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor, Zack? Ich glaube kaum, dass die Herren darüber diskutieren wollen. Genau. Würde mich vielleicht mal jemand aufklären, was das soll? Wir hatten eine Absprache. Du solltest verlieren. Ich weiß von keiner Absprache. Darauf wäre ich auch nie eingegangen. Du tust, was wir dir sagen. Ich tu was? Du scheinst nicht zu kapieren. Du gehörst jetzt uns. Durch dich und Mr. August haben wir sehr viel Geld verloren. Du hast Jax besiegt. Er sollte gegen den Jet kämpfen. Gegen den unbesiegten Weltmeister im Thai-Boxen. Jetzt musst du gegen ihn antreten. Einen Augenblick! Und wenn ich das ablehne? Bangkok ist eine äußerst gefährliche Stadt. Deine Schwester könnte das Opfer eines Unfalls werden. Das wäre doch sehr tragisch, oder? Ihr Mistkerle. Ja, das ist wahr. Wir demonstrieren dir gerne, was für Mistkerle wir sind. Leg ihn um. Nein! Nicht abdrücken! Warum nicht? Er hat dich auch betrogen. Ich kämpfe gegen euren Champion. Gut. Sehr gut. Nur eins will ich noch klarstellen. Ich kämpfe, um zu gewinnen. Und es ist mein letzter Kampf. Warten wir es ab, Mr. Travers. Warten wir es ab. Um den Ärger runterzuspülen, brauche ich mindestens 20 Bier. Das erste ist schon unterwegs. Ach, wären unsere Partner nur so hübsch wie du, mein Engel. Sie leicht auseinandernehmen können. Diese Schlitzaugen hatten Schwein. Beinahe hätte ich mich vergessen. Tu mir einen Gefallen, ja? Halt die Klappe. Du hast schon genug Schwachsinn geredet. Komm, verschwinden wir. Ich bin hundemüde. Zur Hölle sind wir hier. Ist doch romantisch hier. Aber die Frage lautet nicht, wo wir sind, sondern bei wem. Sie haben mir garantiert, dass er der Beste ist. Der Beste was? Wie ich dich kenne, irgendein verdammter Hexendoktor, der mir einen Zaubertrank mixt. Das ist überhaupt die Idee, falls der Mann hier versagt. Ich will dir doch bloß helfen. Dieser Wan ist ein Meister. Der Meister, verstehst du? Er beherrscht die Kunst des Kampfes wie kein anderer. Er kann dir sämtliche Tricks beibringen. Was du nicht sagst. Das ist schon wieder eine deiner saublöden Ideen. Ich brauche keinen Meister. Vielleicht war es doch ein Fehler. Vielleicht? Aber versuchen sollten wir es. Hat mich immerhin 10 Baht und ein paar Drinks gekostet. Und wer hat gezahlt? Ich habe dich schon erwartet.
Ach du, der alte blinde Bettler? Hör mal, ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber wie kann mir ein Blinder die Kunst des Kampfes beibringen? Der erste Fehler. Du hast geglaubt, dass ich blind bin. Ich hab dich getäuscht. Spiegel deinem Gegner etwas vor. Und schon bist du im Vorteil. Ja, mag sein, mag sein. Die Menschen haben Augen. Aber sie sehen nicht. Nur wenige haben ein Herz, das ihren Augen kundtut, was sie in Wirklichkeit sehen. Was soll das? Die erste Lektion. Eigne dir ein Vorgefühl an. Du musst immer wissen, was dein Gegner vorhat, bevor er es weiß. Viel Spaß. Ich bin sicher, du wirst eine Menge lernen. Ein Bär besitzt große Kraft. Du wirst ein Bär werden. Heb das auf. Komm. Arm hoch. Weiter. Wie ein Tiger. Er kennt keinen Zweifel, keine Angst. Von ihm kannst du die tödliche Schnelligkeit lernen. Jeder Hieb von ihm ist wohl überlegt. Von der Natur hat er den Instinkt zu überleben. Komm schon, stoß schneller! 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 Das ist doch alles Blödsinn. Den Baumstamm kriege ich nie klein. Zuerst der Schwachsinn mit den Tieren und... Lektion 3. Kraft, Beharrlichkeit. Das hier wird dich stark machen. Und vielleicht hast du sogar Erfolg. Aber nur durch Beharrlichkeit. Mach weiter. Was hält deiner Meinung nach das Universum im Gleichgewicht? Mir doch egal. Das Fundament. Gib mir deinen Fuß. Gib mir deinen Fuß! Wie ein Panther. Immer auf dem Sprung. Immer bereit zu töten. Los, nochmal von vorn. Jetzt nach rechts, rechter Fuß, jetzt nach links, linker Fuß, jetzt nach rechts, rechter Fuß, jetzt nach links, linker Fuß, jetzt nach rechts, rechter Fuß, jetzt nach links, linker Fuß, jetzt nach rechts, rechter Fuß. Er ist ein Kind der Straße. Und er wird immer kämpfen wie auf der Straße. Und wechseln. Und wechseln. Los, nochmal von vorn, weich dem Schlag aus. Fast perfekt. Das hier hat mir mein Großvater vor vielen Jahren geschenkt. Er war ein großer Kämpfer. Das ist Metall? Ja. Das Geheimnis eines Meisters. Es ist unzerbrechlich.
und es schützt die empfindlichsten Teile deines Körpers. Ja. Na los, komm, weiter, nochmal, ja. Beweg deine Beine, nicht nur den Körper. Also los, probier's nochmal. Ein Superwurf. Ich habe mit dem alten Mann gesprochen. Ryan macht Fortschritte. Hast du Ryan getroffen? Nein, das hat er mir verboten. Ich würde gerne mal mit ihm reden. Lass es. Das würde nur das Training stören. Du hast bestimmt recht. Na, ihr zwei, wer gewinnt denn? Wo bist du gewesen? Ich hab dir Tickets besorgt. Das ist deins. Deins. Das ist meins. Und als mein Assistent und Wasserträger für dich. Weißt du was, Zack? Langsam wirst du mir sympathisch. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass wir eines Tages Freunde werden. Zack, warum müssen wir eigentlich nach Manila? Ich meine, warum nicht Bangkok? Warum findet der Kampf nicht hier statt? Das war meine Idee. Ich traue diesen Kerl nicht. Außerdem ist nur dort das große Geld zu machen, in Manila. Dort hat Muhammad Ali Joe Frazier besiegt. Das war das größte Boxspektakel in der Geschichte Asiens. Ich nenne es den Thriller in Manila. Unser Kampf wird heißen Der Killer in Manila. Hör auf damit, ich hasse solches Geschwätz. Oh, Zack, du erstaunst mich. Ein Riesenkampf, eine Riesennacht, Riesenkohle. Ryan Travers! Ryan Travers? Hm, gefällt mir nicht. Der Stachel! Killer! Der Dampfhammer! Dampfhammer. Hammer! 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 Na, was sagst du? Tolle Atmosphäre, was? Nur nicht nervös werden. Und vergiss eins nicht rein. Du steigst in den Ring, um zu gewinnen. Mit einem Kampfgewicht von 160 Pfund, der berühmte, bisher unbesiegte Weltmeister im Thai-Boxen, Chet! Flasche! Ah, der Mann kann nichts! Und in der blauen Ecke mit einem Kampfgewicht von 190 Pfund der Herausforderer Ryan Travers. Nein!
wenn nicht, Travers! Hammer! Hammer! Ja, ja! Ruhe, bitte! Ruhe! Für dieses große Ereignis haben wir hier einen international bekannten Schiedsrichter, Carlos Padilla! Komm her. Komm her. Okay, ihr kennt die Regeln beim Thai-Boxen. Ich dulde keine unerlaubten Schläge. Keine Kopfstöße. Keine Ellbogenchecks. Und keine Kniestöße. Ist das klar? Begrüßt euch. Ich sagte, begrüßt euch. Hey! Lass dich auf nichts ein, Chad. Mach es kurz und schmerzlos. Schick ihn schnell zu Boden. Wo ist Katie? In ihrem Zimmer vermutlich. Ich rufe im Hotel an. Keine Sorge, sie wird schon kommen. In deine Ecke! Eins. Zwei. Box! Halt! Auseinander! Auseinander, habe ich gesagt! Keine Nierenschläge! Ganz prima, Rice. War eine ganz fantastische erste Runde. Hervorragend, Ryan. Oh, wo ist denn dein Stuhl? Moment. Hier, setz dich, setz dich, setz dich rein, setz dich. Halt ihn auf Distanz. Los, Ryan, halt die Ohren steif. Katie!
ein! Schlag zu! Lass sie nicht in die Ecke drängen! Setz die Füße ein! Pass auf! Auseinander! Stopp! Halt! Boxarena, schnell! Toll, Rein, ganz toll! Welche Runde ist das? Jetzt kommt Runde 4. Ich fürchte, der Kerl ist mir überlegen. Ach was, der ist schon angeschlagen. Drängen Sie ab! Sie sind immer noch hinter uns. Sag deinem Jungen, er soll K.O. gehen. Ich denke gar nicht dran, Eierkopf. Wir haben eine Abmachung. Haben wir nicht. Wir sind hier, um zu gewinnen. Euer Mann ist fertig. Rein holt sich den Titel. Vielleicht erkennst du diese Kette. Ja, ihr verdammten Hurensöhne. Was habt ihr mit ihr gemacht? Noch nichts. Aber wenn er gewinnt, werden wir sie umbringen. In eure Ecken. Du solltest jetzt langsam mal K.O. gehen. Was? Sie haben Katie. Aber das Geld, wir brauchen es für die Operation. Sie legen sie um, wenn du gewinnst. Dann brauchst du das Geld nicht mehr. Los, rück in deine Ecke. 1, 2, 3, 4.
5, 6. Lauf zu zählen, ich bin okay. 7. Hör schon auf, Mann, ich muss weiter. Okay, los. Du bist wahnsinnig rein, gib endlich auf! Das hat doch keinen Sinn. Doch. Zack! Katie! Katie ist da! Ist sie okay? Bist du okay? Mir geht's gut. Jetzt reiß dich mal zusammen, Hammer. Was hat Van über den Bären gesagt und den Tiger? Und die Zweifel und die Angst? Reiß ihm den Arsch auf! Handschuhe aus. Okay, so ist recht. Los, mach ihn fertig. Hey! Das ist gegen die Regel. Zieh die Handschuhe wieder an. Fliege! Nicht hol alles aus dir raus rein! Okay, runter mit den Handschuhen. Na los, mach schon. Los, rein! Zeig ihm, was du drauf hast! Dieser Mann hier hat die Entführung veranlasst.